Willkommen in Griechenland! Willkommen auf Sakinthos! Die drittgrößte ionische Insel hat eine ganze Menge zu bieten. Im Süden finden sich großartige Tauchplätze, aber auch über Wasser ist hier der Spaß garantiert. An beinahe jeder Ecke der Insel findet man Olivenbäume. Wir schauen uns den Weg von der kleinen Frucht zum leckeren Öl einmal genauer an. Am westlichsten Ende Sakinthos besuchen wir die Schildkrötenrettungsstation, welche sich um den Erhalt der hiesigen, unechten Karettschildkröte kümmert. Weiter führt uns die Reise gen Norden, in die Hauptstadt der Insel, um dann von dort aus durch das wunderschöne Landesinnere an die Nordwestküste zu gelangen. Denn hier befindet sich das wohl bekannteste griechische Wrack. Einen letzten Abstecher machen wir dann ganz im Norden der Insel mit dem eigentlichen Ziel der Blue Caves. Das kleine Dorf Limnikeri ist ca. 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und fernab von größeren Touristenströmen. Es bietet zahlreiche kleine Shops und Supermärkte und eben auch eine Tauchbasis. Na und die suchen wir jetzt einmal auf. Ja, damit also guten Morgen. Frei nach dem Motto, der frühe Taucher sieht den Fisch. Haben wir es gleich 7:30 und starten in unsere ersten beiden Tauchgänge. Los geht's! Nur ein paar Meter von der Unterkunft entfernt stehen wir jetzt bereits in der Tauchschule. Oh, und der ein oder andere ist auch schon ganz schön fleißig in Sachen Vorbereitung. Anzug, Atemregler und Flossen. Jo. Alles drin. Naja, einer muss arbeiten, einer muss ja halt filmen. Ich finde das eine sehr gute Arbeitsteilung. Voll bepackt geht es von der Tauchbasis an den Hafen. Denn von hier aus fahren täglich mehrere Boote hinaus. Es gibt zahlreiche, sehr unterschiedliche Tauchplätze und vor allem Höhlenfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Ausrüstung zusammengebaut? Na dann kommt mit in die Unterwasserwelt von Sakinthos. Zahlreiche kleine und größere Fische finden sich an jedem Tauchplatz wieder. Und mit etwas Glück begegnet man auch einer Schildkröte. Aber wer die Augen offen hält, dem fallen auch die kleinen Meeresbewohner auf. Nun geht es hinab in die eben erwähnten Höhlen. Ach ja, Taschenlampe nicht vergessen. Thank you.
Auch der spannendste Tauchgang entlang grandioser Felsformationen findet einmal ein Ende. So, raus aus dem Wasser und wieder rauf auf das Wasser. Wir haben uns ein kleines Bötchen gemietet. Der Captain steht schon parat. Ja, dann sagen wir, volle Fahrt! Der Herr des Bootsverleihs zeigt uns die einzelnen Spots, die man mit dem Boot anfahren kann, zu dessen Mietung lediglich ein Pkw-Führerschein vorhanden sein muss. Nach einer kurzen Einweisung konnte die wilde Fahrt beginnen. Wirkliche Regeln gab es auf dem Wasser nicht. Alles fuhr kreuz und quer, aber gleichzeitig passte man schon irgendwie gegenseitig aufeinander auf. Einen ersten Stopp legten wir an den Keri Caves ein. Dieser Ort ist für eine kleine Schnorchelpause genau richtig. Nach dieser kleinen Abkühlung düsten wir weiter in Richtung Maratonissi. Auch die Schildkröteninsel genannt. Wer jedoch hier nun die hiesige Caretta Caretta hofft anzutreffen, der benötigt schon einiges an Glück. Denn den Namen hat die Insel lediglich aufgrund ihres Aussehens. Da, man sieht sie schon, geradeaus. Ach, da unten? Ja, da hinten, das sind die, nennen wir sie, große Bettlaken. Okay, Captain, wieder volle Fahrt voraus. Huja! Zeit für einen Kapitänswechsel. Honey, so war das nicht gemeint. Ja, die großen Bettlaken sind auch ein bekanntes Bild der Insel. So glaubten wir zu Beginn der Reise, es müsse doch etwas Besonderes damit auf sich haben, bis wir dann etwas ernüchternd erzählt bekamen, dass dies lediglich die Deko der dortigen Bar ist. Und so endet unser spaßiger Bootsausflug. Wenn es auf der Insel Zakynthos eines in Hülle und Fülle gibt, dann sind es Olivenbäume. Und wie aus dieser kleinen Olive das leckere Öl gewonnen wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Gleich am Eingang der Manufaktur, welche zugleich ein Outdoor-Museum bietet, wurden wir freundlich begrüßt. You can see all the history and how we changed the technology and everything here outside. And inside is an active factory, but not this period. It's from October to February the time. Okay. That's all the system works and we produce the oil. Now you can see everything, we can explain you and you can taste everything at the end. Das Museum bietet einen kleinen Einblick, wie zu früherer Zeit die Oliven geerntet und aus ihnen das Öl gewonnen wurde. Die Route beginnt 1850 mit der traditionellen Presse, welche durch vorgespannte Esel in Gang gebracht wurde und von der ein Teil bis heute erhalten ist. Dann ging es zu Metall und später zu hydraulischen Pressen über. Thank you.
line of the production is here, we start from outside and the end is there. But we have the final product. Ja, das hier schaut dann doch schon etwas moderner aus. Der nette Herr erzählt uns noch, wie das Konzept der Produktion funktioniert. Every village and every place there is a factory, who normally it is a corporation of farmers, who they produce, and here we produce the oil for the farmers. The olive trees and the oil belongs to them, to all the families of the island. And they bring them to the factory, we produce the oil for them. Our payment is a 10%. Even you are private, even you are corporations, that we use this system and we don't use money. We take the 10% of the oil and the rest, if they want, they take it and go. Zum Schluss kann man hier noch verschiedene Öle probieren und käuflich erwerben. Wir stehen jetzt hier an der Schildkrötenrettungsstation von Sakintos, welche der Gründer Yannis Varakastanis vor vielen, vielen Jahren ins Leben rief. Selbst in der kleinen Stadt Veracast geboren und aufgewachsen, ist es ihm eine Herzensangelegenheit, die hiesige Schildkrötenpopulation zu beschützen. Und wie diese Arbeit so aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Die Strände, vor allem um die Ortschaft Veracast, zählen zu den größten Nistplätzen der Schildkröte Caretta caretta. Nur ca. 200 Meter vom Strand entfernt befindet sich das Informationszentrum, welches zum Zeitpunkt unseres Besuchs keine unechte Karettschildkröte beherbergte. Das Sante Turtle Center sammelt und verfolgt Nistdaten von Meeresschildkröten, reinigt und überwacht den Strand von Veracast während der Nistzeit und arbeitet an der Entwicklung von Schutzmaßnahmen angesichts des stetig steigenden Tourismus in der Region, welcher eine Gefährdung der Erhaltung darstellt. Da ist eine. Die sind echt niedlich. In diesen Becken wohnen derzeit vereinzelte Wasserschildkröten. Was das hier genau ist, das zeigen wir euch gleich. In diesem Bereich erfährt der Besucher viel Wissenswertes rund um die Schildkröten. Mit einer Unterschrift kann man sich aktiv für den Schutz und Erhalt aussprechen und die Gelder des Souvenirshops, so sagte man uns, bleiben ebenfalls in der Einrichtung. Bevor wir die Gegend verließen, schauten wir uns den besagten Schildkrötenstrand noch einmal näher an. Zwischen Sonnenuntergang und 7 Uhr morgens ist der Zugang hier nicht gestattet. Im vorderen Bereich entspannen die Menschen. Und direkt im abgegrenzten Bereich dahinter findet man diese hölzernen Aufstellungen, welche die Nistplätze der Schildkröten markieren. Dieser Bereich darf zum Schutz der Tiere nicht betreten werden. Zum Abend hin fuhren wir weiter in die Hauptstadt der Insel. Es war im Jahr 1953, als ein starkes Erdbeben die Insel Sakintos traf und die gleichnamige Hauptstadt dabei fast völlig zerstört. Unter einem enormen Arbeitsaufwand gelang es jedoch, einen Großteil der Stadt fast originalgetreu wieder aufzubauen. Und so nehmen wir euch jetzt mit auf einen kleinen Spaziergang durch Sakintos Stadt.
Die Hafenstadt Sakynthos Stadt, auch Sante genannt, liegt am Fuße des Bokali-Hügels und beherbergt rund 13.000 Einwohner. Wie in jeder größeren Stadt finden sich auch hier zahlreiche Shops und Restaurants wieder. Es gibt Straßen mit Arkaden, schöne Plätze und einige Sehenswürdigkeiten. So spazierten wir durch die Gassen ohne ein wirkliches Ziel. Aber vor allem am Hafen sind wir dann doch einige Zeit geblieben. Ob nun zu Fuß oder per Kutsche. Sakynthos Stadt ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Die weitere Reise führt uns einmal quer durch die ganze Insel bis zum wohl bekanntesten Wrack Griechenlands. Das Innere der Insel zeigt sich uns viel grüner, als wir vermutet hätten. Somit lohnt es sich definitiv, langsam zu fahren und hier und da die Aussicht zu genießen. So, für eine kleine, kurze Verschnaufspause haben wir jetzt hier mal angehalten. An dieser Taverne steht dran, the best view of the whole island. Na, das gilt es erstmal zu beweisen. Also, kommt mit. Zeit für eine kleine Pause. Okay, also ich würde sagen, das war nicht geschummelt. Die Aussicht ist echt großartig. Dieses kleine Restaurant können wir für eine Pause definitiv empfehlen. Nicht nur die Aussicht ist super, sondern auch unser kleiner Snack. Nach diesem kurzen Stopp geht es weiter in Richtung Wrack. So, Pause beendet, weiter geht's. Wenn du bei einer Suchmaschine deiner Wahl Sakynthos eingibst, dann erscheint ganz oft dieses Bild hier als erstes. Die berühmte Schmugglerbucht heißt eigentlich Navagio-Bucht und zieht zahlreiche Touristen an. Der Strand selbst ist nur vom Meer aus erreichbar oder aber man besucht die Aussichtsplattform, um nach ein wenig viel Zeit des Wartens einen Blick von oben zu erhaschen. Bei dem Wrack handelt es sich um das Küstenschiff Panagoitis, welches im Oktober 1980 hier strandete. So sagt man, dass es aufgrund von einer illegalen Zigarettenladung an Bord von der Küstenwache verfolgt wurde und in der stürmischen See einen Motorschaden erlitt. Die Mannschaft rettete sich und überließ das Schiff sich selbst. Seither liegt es nun hier und zieht Millionen von Touristen an. Ob es einen Besuch wert ist? Für uns eher nicht. Und so ging es auch direkt weiter, denn das heutige Tagesziel hieß Blue Caves. Und wie das mit so Zielen nun mal ist, nicht alle kann man erreichen. Aber seht selbst!
Das wohl bekannteste Windmühlencafé liegt am nördlichsten Teil der Insel. Von hier aus zeigt sich die Insel Zakynthos wieder mit grandiosen Aussichten. Sowohl über Wasser wie auch unter Wasser finden wir auf Zakynthos zahlreiche Höhlen. Und mit die bekanntesten Höhlen sind die sogenannten Blue Caves. Und wie die genau aussehen, das zeigen wir euch jetzt. Zu dem Café gehören diese kostenfreie Liegen mit einem direkt darunterliegenden Einstieg ins Meer. Nachdem wir eine ganze Weile lang dieses Naturschauspiel genossen haben, spazierten wir die Wege entlang in Richtung Bootsanleger für die Blue Caves. Unwissentlich jedoch, dass eben jenes Naturschauspiel für eine Planänderung sorgen sollte. Vorbei an dem Leuchtturm war am Ticketverkauf sehr wenig los. Der Grund ist, dass ausgerechnet an diesem Tag aufgrund der Wetterlage leider kein Boot mehr fahren sollte. Aber egal. So schauten wir uns einfach das tolle Schauspiel der Wellen weiter an. Ja, an dieser Stelle wäre dann das Boot abgefahren. Heute leider nicht. An dieser Stelle kann man auch sehr gut duschen. Das also waren unsere Eindrücke der Insel Zakynthos. Und wenn ihr wissen wollt, was das hier hinter mir für eine Insel ist, das zeigen wir euch dann im nächsten Video.